So, da wollen wir mal testen, ob jetzt die GPS-Anzeige mit dem Tag übereinstimmt. Doch ziemlich gut überein. Das leider aber auch bedeutet, dass der Quad wirklich langsam ist. Da fehlt oben rum irgendwie ein bisschen, da fehlen 20 km/h. Eben kurz nachschauen, bevor ich gleich echt irgendwo stumpf auf der Straße liegen bleibe. Okay, ist gefühlt noch ein Viertel drin. Da ich jetzt eh langsam wieder zurückfahren wollte, wollte das hinhauen. Ich weiß ja, wann ich das letzte Mal diese Straße gefahren bin. Ich weiß gerade nicht, wo ich rauskomme. Schauen wir mal. Hier ist ein Kreisverkehr. Wäre eine Tankstelle. Jetzt ist es langsam warm in der Sonne. Weil ich so dick eingepackt bin. Meine Fresse. Die haben immer noch grün. Das ist doch nicht normal. Kann mir doch keiner erzählen. Laut GPS, da fehlen aber 15 km/h. Das sind die, die man braucht, um entspannt auf der Landstraße
eben zu überholen. Bei 110 ein Auto zu haben, das 105 oder so fährt, ist auch ätzend. Das war ja der Grund, weshalb ich so relativ schnell von der Kimco auf die KFX gewechselt habe. Also von meinem ersten Quad auf die hier. Weil mit den 85, 90 km/h, die Kimco Maxxer 300 fährt, ist natürlich schon ziemlich ätzend. Okay, die suchen irgendwas. Keine Ahnung, was sie suchen. Solange es nicht ich bin, bin ich zufrieden. Wir biegen gleich mal ab. Ich hätte entweder gerade ausfahren können oder hier abbiegen. Ich biege mal ab. Falls sie sich umdrehen, Sicherheit geht vor. Eigentlich fahre ich nicht mehr so gerne hier durch. Weil da vorne kommt gleich so ein richtiges Rentnerparadies, also so ein, oder Rentner- und Kinderparadies mit einer Raststätte, die nicht ganz so verkehrt ist. Ne? Zwar rechts vor links, aber wenn die so lange brauchen. Die eigentlich ganz gut ist, aber die haben sich da so eine Swing-Golf-Anlage hingebaut und das ist jetzt auch so ein Radfahrertreff. Und ja, früher war das mal eine ganz normale Landstraße, unbegrenzt. Da konntest du hier theoretisch mit 100 lang knallen. Inzwischen ist hier 30 und die haben Bodenwellen hingepackt. Da sind die Leute immer noch zu schnell gefahren, haben die noch größere Bodenwellen hingepackt. Die Leute hier immer noch lang geballert. Inzwischen sind die Bodenwellen so gewachsen hier, da reißt du dir komplett die Aufhängung von jedem Fahrzeug weg, weil du hier eine gewisse Geschwindigkeit überfährst. Schlagbrecher. Nur dazu sagen, ich habe eine Muskelzerrung in der Brust seit einer Woche und die zieht sich langsam auf meinen Rücken. Tut auch die Schulter komplett weh und ich kann kaum noch liegen und so, aber sitzen geht. Und da dachte ich, komm, fährst mal eine Runde Quad. Es geht auch, aber oh, jedes Schlag noch. Oh, das ist, als würde sich ein Igel irgendwie an mich kuscheln, Alter. Oh. Ah, diese Straße vielleicht echt die dümmere Entscheidung. Ich hätte die gerade ausnehmen sollen. Okay, der sagt mir gerade, ich soll tanken fahren. Ja, dann beenden wir das Video jetzt hier. Dann fahre ich dir jetzt strikt nach Hause. Ich fahre vielleicht vorher noch meinen Kumpel vorbei. Der wohnt auf der Strecke. Wenn er da ist, ein bisschen quatschen. Aber naja, gut, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Naja, eine Sache noch. Falls ich es jetzt eben vergessen habe, noch einzugehen, habe ich es schon ja vergessen, glaube ich. Oder ich habe vergessen, dass ich es getan habe. Eins von beiden. ja, danke für die 1000 Abonnenten. Ne? Finde ich nice. Ich muss mal gucken, jetzt wo mein Kanal monetarisiert ist. Das interessiert mich eigentlich nicht. Aber und ich kriege auch noch kein Geld, dafür habe ich zu wenig Klicks. Ich sag mal, wenn man jetzt so anpeilen kann, dass ich da Geld reinkriege, das ist zwar nicht viel, aber das wäre natürlich Geld, was dann zu 100% in den Kanal fließen würde. Also Equipment, bessere Software, bla bla bla. Vielleicht auch ins Quad, irgendwelche Sachen ins Quad, Kleinigkeiten. Also, ne, lasst immer schön ein Abo und ein Like da. Oh, jetzt fange ich auch mit der Sache an. Like-Battle.
Aber ne, wenn wir das schaffen, dass ich da ein paar Euros im Monat extra kriege, dann werden die auf jeden Fall 100% in den Kanal oder die, beziehungsweise die Videos fließen. Ja, soweit dazu.